württembergische T3 ist 1896 gebaut worden in der Maschinenfabrik Esslingen. Sie ist dann verschiedentlich eingesetzt worden, ist unter anderem am Bodensee gelaufen und kam nach dem Krieg 1945 zurück in die Maschinenfabrik Esslingen, wo sie noch bis 1962 als Rangierlok eingesetzt wurde. Sie war danach als Denkmal aufgestellt und da haben wir sie 1989 vom Esslinger Hauptbahnhof weggeholt, erstmal general überholt und für den Einsatz im Museum fit gemacht. Wir betreiben die Lok immer noch mit Dampf, aber wir stellen den Dampf außerhalb der Lokomotive her. Das heißt, wir haben einen sogenannten Dampfspeicher eingebaut. Das ist ein großer Behälter und da wird der fertige Dampf eingeleitet und dann können wir mehrere Fahrten am Tag damit machen. Der Dampf sammelt sich im sogenannten Dampfdom hinter dem Schornstein. Das ist der höchste Punkt und da ist der Dampf am heißesten und hat die meiste Kraft und wird von dort abgenommen und an die Dampfmaschinen rechts und links am Fahrzeug geleitet. Da ist ein Kolben drin, der bewegt sich vor und zurück, um 35 Tonnen Dampflok in Bewegung zu setzen. Da das eine relativ kleine Lok ist, ist die Bedienung auch relativ einfach, weil man nicht viele Hebel und Bedienelemente hat einfach. Ganz zentral ist der Steuerhebel. Mit dem steuere ich, ob die Lok vorwärts oder rückwärts fährt und mit wie viel Kraft. Dann habe ich den Regler. Da entscheide ich, wie viel Dampf ich auf die Dampfmaschinen gebe. Und dann habe ich noch, ganz wichtig, einen Entwässerungshebel. Mit dem kann ich das Wasser, das sich in den Dampfmaschinen ansammelt, rauslassen. Und dann braucht man natürlich auch noch eine Bremse. In die muss man sich dann schön reinhängen, weil 35 Tonnen Dampflok müssen auch irgendwie gebremst werden. Die Eisenbahn hat im Südwesten, wie auch in anderen Teilen von Deutschland, die Welt einfach kleiner gemacht. Das Raum-Zeit-Verhältnis hat sich für die Leute einfach verändert, weil man jetzt nicht mehr eine große Reise machen musste, wenn man in die große Stadt wollte.